Alles die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dark? Was immer du für das Richtige hältst. Jan-Li, Hoadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dark. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr wärt mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt! Ich habe hier ein gutes Gefühl. Geehrte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Na, wie praktisch. Und die haben sich's einfach unter den Nagel gerissen. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engler, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Gefällt mir. Deine innere Poetin hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir ruhen wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Sehr gute Arbeit. Boah, die Übersetzung ist wirklich so daneben. Wieder 2 Fertigkeitspunkte, weil wir rushen hier durch das Spiel wie bekloppt heute. Kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal in Assassin's Creed halt so lange am Stück gespielt dabei. Wahnsinn. Das soll aber nicht heißen, dass es gut ist. Boah, Gift-Effektivität und Schaden. Ich habe nur momentan kein Gift.
Und die Gesundheit erhöhe ich gern. Neuer Baum. Nahkampfschaden ist immer nice. Es scheint mir auch so, als ob wir nicht gezwungen sind, irgendwelche dämlichen Nebenquests zu machen und können einfach mit der Story weitermachen. Weil hier immer irgendwas killen, da irgendwas Belangloses machen, langweilig. Gar keinen Fall. Kein schlechter Ort, Eivor. Kann ich dir bei etwas schön, helfen? Haben wir den Christen geklaut. Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied und zu wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Ja. Da fällt mir ein, ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Ja, Sachsen. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben. In den Klöstern gibt's Klöße. Witzig. Ah, die fand's gut. Ah! Yeah. Hier werden die schlechtesten Witze belohnt. Schlüsselraubzüge. die haben sogar nur extra Namen. Plündere schwer bewachte Orte, um an Truhen zu gelangen. Vorräte und Rohmaterialien. Beides wird benötigt, um Gebäude in ihrer Seele zu erreichen. Der Raubzug ist jetzt abgeschlossen, sobald alle Schatztruhen der Nähe geplündert worden sind. Und hör zu. Zum Wohle unseres Clans sollten wir auf einen Raubzug gehen. Heute rauben wir, morgen bauen wir. Na endlich! Wir werden ihre christlichen Klöster ausnehmen wie fettes Federvieh. Genau. Sie wissen, dass wir hier sind, Doug. Sie werden ihre Klöster gut bewachen. Ach, mit Priestern und ihren Gebeten würde ich wetten. Nee, glaube ich nicht. Die waren schon ziemlich hart drauf damals. Na gut. Geil, da wird erstmal einen getrellert. Wo wollen wir denn genau hin? Oh, das ist genau den Fluss entlang. Perfekt. Perfekt. Hier müssen wir an die Ruder. Sollen wir das Segel setzen, Eivor? Geht schlecht, ne? Hier ist anscheinend nicht so viel Wind. Zwischen den Bergen, keine Ahnung. Ich frage mich zwar gerade, wer hier irgendwie eine Gitarre spielt oder so, aber anscheinend passiert das, wenn man rudert. Es gibt halt die Klänge. Den Farmer platt. Fuck you! Scheiße, ist es da richtig? Oder ist richtig abgesoffen? Blub, 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 blub. Klar, die haben immer ein eingebautes Radio dabei. Das haben die aus dem Animus. Ja, das war das richtige Banner. Boah, festen Stand, ey. Bestimmt ein Skateboarder. Ruhig jetzt. Plündern wir! Juhu! Und die Priester flüchten. Blöde Wikinger. Hier schlachten wir den ersten ab. Dann, 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 dann. Wo willst du denn hin? Ach komm. Zivile Verluste führen zur Desynchronisation. Wir haben viel schlimmere Sachen gemacht.
Oh shit, aber jetzt mein. Oh! Ja. Hallo? Ich habe kein Anvisier, deswegen. Oh, okay. Boah, haben die eine Reichweite. Ich kann nicht geheilt werden, warum auch immer. Ich check das mit dem Heilen irgendwie null. Weißt du was? Ich dran. Kommst du denn her? Boah, hab ich den Schaden gemacht. Ja. In den Rücken rein macht am meisten Schaden. Nice. Ich hab den Schlag kommen sehen und schon gedacht, fuck, ja, das kannst du nicht ausweichen. Problem an der ganzen Sache ist nur, mit dem langen Stab sind die extrem im Vorteil. Warte, wir müssen alles von vorne machen? Das ist dumm. Wahrscheinlich muss ich Proviant mitnehmen zum Heilen oder so. Ich schau mal in mein Inventar rein. Erhöht die Max-Mahlzeitenkapazität. 150 kann es nicht verbessern, aber was habe ich denn generell dabei mit? Was heile ich mich überhaupt? Hätte ich wahrscheinlich mal ein bisschen einkaufen sollen vorher, ist egal. Quest-Codex-Tasche, das hört sich gut an. Ja, kann man essen, Maden, Käse, ja, passt gut. Ansonsten habe ich wirklich nichts dabei. Wenn wir so viel Glück haben. Zu den Waffen. Findet die Schätze und nehmt sie mit. Erstmal so ein bisschen bearbeiten. Außen nichts löst das aus der Gruppe und will mir einer geben, ey. Stampfen. Stampfen. Double Kill. Ich kassiere jetzt so viel Schaden. Ich will nicht parieren, ehrlich nicht. Das kann mega nach hinten losgehen. Ich gehe sowieso gleich drauf. Boah! Beine und Kopf abgeschlagen. Was? Okay, der Obermarker hat mich noch nicht angegriffen, aber ich habe genauso viel Leben wie gerade. Geh weg. Ja! Nein! Wieder zeitgleich. Ey, das sollte eigentlich einen Schlag in den Rücken geben. Nice. Das ist heftig. Ich glaube, das war's. Da will ich rein. Das ist unser Ziel. Hey, komm mal kurz her. Als ob, ey. Springt auf mich drauf. Das war's. Das sieht nicht gut aus. Nee. I'm too very unkonzentriert. Aber hey. Morgen geht's auf jeden Fall nochmal weiter.